Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Wir sind in der letzten Mission von der Wolfs im Schafspelz und ich muss mich gerade ein wenig hier umgucken, denn ich weiß im Moment gar nicht, was wir überhaupt alles zu tun haben. Ich glaube, ich könnte hier unten jetzt eine Brücke mir hinbauen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Gab zumindest eine Architektenstube, die ich hier hinballen kann. Dann haben wir hier ein Dorfzentrum, hier stehen Truppen rum. Ach, das ist herrlich. Schwefel haben wir jetzt ja auch in Massen. Ach, das ist ja supi. Wie sieht es denn mit unseren Truppen aus? Wir haben hier Scharfschützen en masse. En masse haben wir die, aber herrlich. Hier haben wir noch einen Schwertkämpfer. Den schicke ich gleich mal zu unserer Kaserne. Wo steht denn unsere Kaserne? Die steht hier oben. Es ist Zahltag. So, der sollte nämlich gleich mal ein bisschen Truppen kriegen. Wir haben ja jetzt, ach, wir haben ja richtig viele Truppen dazu gekriegt. Dadurch, dass die Leute hier waren, die Superkrieger, die Ordensritter, genau. Ah, da muss ich ja erstmal hier gucken, wie das hier aussieht. Wie sieht es denn mit unserem Eisen aus? 8000 haben wir. Davon können wir 6000 noch veredeln. Das heißt, da können wir also uns ordentlich ein paar Truppen leisten. Also, ich muss sagen halt, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, weil ich auf Exkursion war mit Japanern. Wir waren mit Japanern auf Exkursion. Zwei Wochen etwa waren wir unterwegs, waren in Berlin, Halle, Erfurt, überall so in allen möglichen Regionen. Und ja, das sah sehr schön aus, da war super und ja, da war ich natürlich dann nicht zum Aufnehmen gekommen. Das ist natürlich, es bleibt ja nicht aus. Das ist natürlich recht logisch, dass das Ganze nicht hinhaut. Hier kommen jetzt immer noch Leute raus. Das ist ja witzig. Die kommen hier ja ohne Ende. Und ja, das hat halt leider, leider in der Zeit konnte ich halt nicht aufnehmen. Ist aber auch nicht so wahnsinnig tragisch, glaube ich. Weil, ja, ich hatte genug vorproduziert, sodass das alles noch in Ordnung war, dass ich noch dies und das erledigen konnte, dass alle Folgen so weit gekommen sind, die kommen sollten. Und ja, ist das auch für euch ja gar nicht so bemerkt worden, hoffe ich doch. Außer, dass ich halt die Kommentare nicht beantworten konnte und jetzt zurückgekommen bin und gesehen habe, dass 40 neue Kommentare wieder da sind, wie ich mir das mal wieder beantworten muss. Das werde ich jetzt erstmal in der nächsten Zeit jetzt dann nachholen. Hier steht noch ein Schäfchen. Und ja, dann werde ich mal gucken, wie wir das Ganze dann so weiter, ja, weiter machen können, weiter fortführen können. Irgendwas wollte ich noch erwähnen, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade wollte, aber wir haben Drake, das ist ja gerade exzellent, da können wir nämlich schon mal hier ein paar Kanonen und sowas ausschalten, das ist ja Heidewitzka, da freue ich mich ja an den Keks, das ist ja witzig, passt auf hier, gleich Kanone weg, bumm. Bam, eine schon mal gleich erlegt, das ist doch herrlich, da können wir die anderen schnappen wir uns dann auch gleich. Hier schon wieder irgendwas. Sondern da nochmal ein Wege zum Ruhm. Lenkt den Gegner ab, um den Agenten auf die andere Seite zu schmuggeln und den Kanonenmeister zu bestechen. Es wird uns erlauben, einen Überraschungsangriff zu starten. Zerstört die erste Verteidigungslinie mit Belagerungskanonen oder mit Drake Spezialfähigkeit. Wenn Verstärkung eintrifft, habt ihr die Möglichkeit, den Kanonenmeister zu erreichen oder einfach die Brückenverteidigung zu überrennen. Das wird die Söldner dazu veranlassen, die Seiten zu wechseln. Okay. Rekrutieren wir mal einen Dieb, den wir dann darüber bringen können. Fertig. Das werde ich dann natürlich probieren. So, du bist fertig hier. Kein Problem. Dann kannst du jetzt erstmal in Ruhe gucken. Und da könnte jetzt theoretisch schon eine Brücke gebaut werden. Das könnten wir dann tatsächlich auch schon mal in Auftrag geben eigentlich. Wie sieht es denn mit den Steinen aus? Habe ich eine Steinmetzhütte irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Habe ich irgendwo eine Steinmetzhütte? Ich glaube, die habe ich nicht. Aber ich weiß es jetzt nicht. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ob ich die habe oder nicht, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Es wäre natürlich gut zu wissen, dann. Naja, komm, nee, wir haben genügend Steine. Das passt schon. Das passt alles schon. So, ich baue eine Brücke. Ja, ja. Was übrigens auch jetzt ist, das, ja, ist leider so ein bisschen problematisch. Im Moment ist der Minecraft-Server down. Der ist aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ja, im Moment nicht mehr erreichbar. Woran es genau liegen soll, weiß ich nicht. Also es ist der gute Mark, also Xtreme Matrix, der den Server ja verwaltet, ist anscheinend gerade im Urlaub. Und deshalb, ja, können wir dagegen nichts tun, außer warten, bis er wieder da ist und das Ganze regelt. Und ja, das in der Zeit werden also wahrscheinlich
keine Folgen mehr kommen, weil ich kann ja leider kein Minecraft mehr aufnehmen bis dahin. Das kann ich. Das ist ein wenig schade, aber ich hoffe, es wird schon irgendwie für euch dann noch einigermaßen verkraftbar sein. Wir werden dann das Ganze natürlich so früh wie möglich nachholen und die neuen Folgen dann auch bringen. Wäre ganz schön, wenn ich das so schaffen würde. Ja, wenn ich überhaupt ein bisschen Zeit finde, denn es ist ja zeitlich, wie gesagt, das habe ich ja schon oft genug wahrscheinlich erwähnt gehabt, dass im Moment, es ist halt Uni bei mir und das ist nicht so einfach alles. Es ist sehr viel Zeit, im Moment schreibe ich ja meine Bachelorarbeit. Dann stehen Exkursionen an, jetzt die eine war jetzt nur der Anfang, die jetzt hier durch Deutschland ging. Und ja, da folgen noch einige weitere mehrere Exkursionen. Und das wird natürlich alles ein bisschen tricky. Das wird natürlich sehr gefährlich. So, die Kanone schnappen wir uns auch noch. Und was ist jetzt mit unserem Dieb? Kann der rübergeschmuggelt werden oder? Ich weiß nicht. Wir probieren das einfach mal. Wir nehmen mal Dario und Dias. Jawohl. Und ihr beide werdet dann hier mal rüberrennen. Und du übernimmst einfach mal den Trupp Scharfschützen hier. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. So, oh na, leider hat es natürlich nicht geklappt, weil der gute Helias angegriffen wurde. Okay. Was? Dario ist gestorben? Ja, mein Herr. Ey, Helias! Helias! Ich gebe mein Bestes. Ist der bekloppt oder so? Ich habe ihm noch gesagt, er soll zurückgehen. Warum geht er nicht zurück? Oh, das ist eine böse Sache. Oder hatte ich Drake gerade ausgewählt? Ich hatte Drake ausgewählt? Na, wartet, Leute. Jetzt gibt's aber Ärger. Und das kommt noch viel härter. Jetzt kommt der gute Pilgrim, wird euch da eine Mine reinlegen. Und danach kommt gleich der nächste Angriff. Na, ihr werdet mich... Ihr könnt mich gerne haben. Ihr könnt mich gerne haben. So, eine kleine Mine hingelegt. Zack. Und Pilgrim läuft wieder weg. Wieder nach Hause. Falls er es schafft. Meine Mutti hat immer gesagt, er schafft das Gewehr zu Hause lassen. Ja, lass das Gewehr zu Hause. Bom. Und jetzt kommen unsere Leute. Bam. Und die werden jetzt euch da alle schön Dinger ausmachen. Ja, das war's dann für euch. So. Und jetzt geht's rund, Freunde. Alle hier rein. Alle für einen und alle für uns. Ja, und ich kann nicht mal alle Leute auswählen. Macht sie nieder, macht sie nieder. So, und dann werden wir jetzt da hinten reinrennen und alle umlegen. Alle umlegen, die wir umlegen können. Los, Leute, auf sie. Die haben ziemlich starke Türme, aber das sollte uns alles nicht so das Problem sein. Jawohl. Auf in den Kampf. So, Leute. Wurde überwältigt. Wer ist denn? Ari? Warum denn Ari? So, was machen wir mit euch hier? Ich kann auch nochmal hier bis in den Tod dazu stürmen. Ja. Wir verkacken die ganzen Kanonentürme hier. Wir werden siegen. Naja, was soll's. Was soll's, wir können ja unsere Leute alle nachholen. Für Ruhm und Ehre. So, Leute. Oh, da kommen noch mehr. Männer, ihr müsst nun all euren Heldenmut aufbringen, um den entscheidenden Sieg davon zu tragen. Ja, Leute, auf sie. Nehmt den Mut zusammen und kämpft. Für Ruhm und Ehre. Und kämpft, Leute. Kämpfen. Der Tag bis zum bitteren Ende. Steuern und kommt die hier irgendwie durch oder so? Leibeigene, der kann mal bitte hier bleiben. Den brauchen wir jetzt nicht. So. Obwohl doch, den brauchen wir vielleicht schon. Den kann nämlich hier unten uns. Ach so. Was hat das zu bedeuten? Ordensritter bewachen Positionen der Barbaren. Verrat! Diese korrupten Schweine! Rache! Angriff, Kameraden! Okay, zum Angriff! Was? Ordensritter bewachen diese Posten? Warum tun sie das? So ist. Die Verstärkung der Ordensritter hat uns ebenfalls verraten. Für das Licht! Die Gerechtigkeit wird siegen! Oh oh. Die Ordensritter? Nein. Das glaube ich nicht. Was? Ihr seid auf Feinde gestoßen. Was? Ah, okay. Aus dem Schatten der Bäume ziehen Gewehre auf die Invasoren. Okay. Was geht denn hier jetzt ab alles?
Sie sind über das gesamte Schlachtfeld verteilt. Alter, was ist denn hier für ein Megakrieg auf? Dann, wie auf Kommando, bricht die Hölle über den Gegner herein. Die Revolution hat begonnen. Alter, was geht denn hier ab? Krasse Scheiße. Was geht denn da ab? So, Leute, wir müssen sie alle umbringen. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr seid auf ja, gestoßen. Ihr schafft das. Sie greifen an. Wir machen sie alle voll platt. Ja, wir sind stark, Männer. Wir sind stark. Wir brauchen jetzt hier unten noch eine Kaserne. Wenn's denn sein und muss. Ihr werdet weiterziehen. Ja, gucken, euer wogegen Wunsch die Invasoren hier kämpfen. Ja, mein Herr. Nicht die Invasoren, sondern die. Das kann ich. Die radikalen Revolutionisten. Boah, ja. Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja echt krass. Und hier stehen die Scharfschützen. Und hier stehen die Scharfschützen. Eine und sie starren einander an. Ist erschöpft. Ah, da kommen Reiter aus dem Nichts, aus dem Hinterhalt. Attacke! Attacke, Leute! Wird gemacht! Attacke, Leute! Macht sie alle platt! Ja. Sie werden keine Chance haben. Nix mehr da. Nix mehr da? Kann ich was haben die denn gemacht? Nee, weiß ich nicht. Eine eurer Helden. Oh, hier stehen auch noch Kanonen rum. Ach, das ist ja herrlich. Wir haben auch noch ein paar Kanonen gewonnen. Wird gemacht! Oh, immer her damit. Immer her damit. Los, Leute, was macht ihr hier? Ihr könnt doch nicht. Ergreift sie. Könnt die doch nicht alle alleine kämpfen lassen. Los, haut sie alle kaputt. Ja. Und dann werden wir gleich hier über dieses Lager herfallen und den Rest dort auch erledigen. So, ja, ich würde sagen, das sieht ja hier sehr schön aus, ne? Grünen Landarbeiter, das grüne Hauptquartier. Oh, Alter, das geht hier aber ab. Das geht hier aber volle Kanone ab. Aber im wahrsten Sinne des Wortes volle Kanone. Die Ordensritter haben uns verraten. Das ist ja fies. Hätten wir mal die Ordensritter alle sterben lassen. Ja. Das ist ja echt dreist. Da. Fiese Ordensritter. Mein meine Güte. So, den brauchen wir hier alle, dass die nochmal auffrischen können. Die noch nicht frisch genug sind. Ah, das sollte eigentlich ja hinhauen, das passt schon. Und dann werden wir hier rüberziehen und dann werden wir die platt machen und ich weiß nicht, was mit dem Dieb ist, weil. Was sollen wir damit? Ich hab getan. So, was du kannst ja auch noch ein paar Steine kloppen. Das ist sehr schön hier alles gelaufen. Wie soll ich mich konzentrieren? Ihr seid fertig. Wenn ihr mich kitzelt? Ja, ich kitzel niemanden. Dafür sind wir so. Genau die Richtigen. Und ihr. Wie soll ich mich konzentrieren? Und wenn dann ihr mich geht's kitzelt? Rund, Freunde. Der Tag diese der räudigen Hunde. Steuern und Säulen. Diese räudigen Hunde. Macht sie platt. Los. Los. Jetzt los, könnt Leute. Ihr zeigen, was ihr gelernt ich glaub habt. An euch. So. Drake läuft auch. Alle kommen. Eine eurer Helden steckt halt. In Schwierigkeiten. Halt. Feinde greifen ihn an. Haben wir also tatsächlich noch ein bisschen was verpennt? Lehrt sie das Fürchten. So. Müssen wir wohl lehrt hier noch ein bisschen ausweichen, ne? Angriff macht sie ja platt alle. Ah, der Rest läuft hier durch und die kümmern sich um die, die hier auf stehen. In den Kampf. Die Rückhut, die Nachhut sozusagen. So, macht es ruhig. Macht sie alle platt. Die haben keine Chance. Wir können da einfach können ganz entspannt Attacke. Hier vorbeilaufen. Ach, scheiße, jetzt gehen die auf unsere kleine Kanone los hier. Das ist natürlich sehr fies. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Aber, naja, was soll's. Haben wir halt eine kleine Kanone verloren. Wie ist es denn da lehrt los? Sie das Fürchten. Ja. Angriff. So, Leute, die Nächsten müssen dran glauben. Und ich verstehe einfach nicht, warum ihr da einfach wie dumm und dämlich stehen bleibt. Das ist ein bisschen doof. So, ich glaube, da sieht es ja schön aus. Hier haben wir gut das aufgeräumt. Seid so, lauft. Da ist schon wieder irgendwer gestorben von unseren Helden. So soll es sein. Meine Güte. So, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Wo ist jetzt dieser Kanonenmeister, den wir bestechen sollten? Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Wie lautet der Auftrag? Revolution. Unterstützt die Revolution und vernichtet den angreifenden Gegner. Okay. Okay. Das kriegen wir hin. Wir kümmern uns darum. Das kriegen wir doch alles hin. So, Leute. Wir sind auch noch Zelte. Und Ehre. Boom. Einfach alles kurz und klein hauen. Ihr werdet alles. Halt, da waren irgendwie Leute, die uns angegriffen haben. Oh, hier kommen auch Leute. Da sind auch Leute. Macht sie alle platt.
Ja, wir haben noch keine Chance. Wir haben noch keine Chance. Bis in den Tod. Bravon, bravon. Gibt's aber echt viele. Für Ruhm und Ehre. Gibt's echt ziemlich viele Leute hier, die hier rumstehen. Und uns irgendwie an den Kragen wollen, ne? Ja. Aber ihr könnt uns mal. Wir machen euch alle platt hier. Wir erledigen das. Ihr kleinen Wichte. Ihr könnt doch gar nichts. Wir kümmern uns darum. Macht sie da nieder. Da sind noch welche. Bababababam. Nicht auf unsere Kanone. Nein. Nein, unsere Kanone wäre ganz gemein. Oh, Attacke. Da sind auch noch Leute. Was ist denn da los? Wo kommen die denn alle her? Und da kommen auch Leute. Hier kommen jetzt Leute. Hier zeigen, kommen Leute. Hier kommen Leute. Müssen wir unbedingt kaputt pflanzen. Kaputt pflanzen, genau. Kaputt bomben. Ja. Ihr hättet das wohl gerne. Das hättet ihr wohl gerne, dass ihr hier uns entkommen könnt. Hier gibt es keine Kommen. Wie sieht's mit der Zeit aus? Wie sieht's gut mit der Zeit aus? Ich bin ein wenig konfus, denn ich weiß nicht warum. Ich muss erstmal wieder reinkommen in Citadel. Nach der ganzen Weile, wo ich überhaupt nicht gezockt habe hier. Wir kümmern uns darum. Bin ich ja da so ein bisschen raus, ne? Da muss ich ein bisschen erst wieder, ja, ein bisschen halt erst wieder reinkommen. Ganz natürlich. So, alles erledigt hier. Guckt mal weiter, ob hier noch irgendwer so sich versteckt hat. Aha. Da gibt es also schon die nächsten. Nur Mut. Wir werden schon die nächsten Truppen, auf in den Kampf, die hier sich eingenistet haben. Oh, hier gibt es. Oh. Bis in den Tod. Hier gibt es also auch schon wieder Leute. Wir erledigen das. Bom. Bis in den Tod. So Leute, auf sie da. Angriff. Auf sie da drüben. Oh. Ergreifen. Naja, sie. Die sind ja auch nicht jetzt der Wahnsinn. Jawohl. Oh, Leute, was? Wie beknackt sind die eigentlich? Ah, ich kann auch nicht an drei Fronten gleichzeitig kämpfen, das ist auch unmöglich. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, jawohl. Habe ich voll Attacke. Truppen verballert. Einfach so mal eiskalt ein paar Truppen rausgehauen. Oh, die sind hier immer noch mit den paar mickrigen Einzelnen hier beschäftigt. Boah, Alter, was geht denn da an? Was geht denn hier jetzt ab? Seid gesegnet, so gut ich kann. Was geht denn hier jetzt ab? So, komm, Elias. Wo bist du? Folge mir. Ah, nee, Elias rafft es natürlich nicht. So. Und Leute, ihr hinterher. Ich gebe mein Bestes. So, Leute. Alle auf sie. Alle auf sie drauf. Für Ruhm voll und fett Ehre. Draufknallen. Dafür sind wir genau die ihr Richtigen. Müsst da aber schon mal hinlaufen. Denn sonst Elias unterlag. Elias ist gestorben. Und ist bewusstlos. Attacke! Für Ruhm und Ehre! Feinde greifen euch an. Komm, mach den kurz platt da, dann haben wir das auch erledigt. Wie ihr wünscht, seid unbesorgt. So, und jetzt muss es eigentlich nur noch kurz Winter werden. Und dann passt es. Freunde, lasst uns bei den Pontons am Strand treffen. Wir müssen mit der Fähre die andere Seite erreichen. Okay, dann werden wir uns dort sammeln und werden dann die Fähre nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Ja. Man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Dazu sollten wir aber uns erst noch ein wenig auffrischen, würde ich so mal sagen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also, wir bauen uns hier eine Kaserne hin und daneben dann auch gleich einen Schießplatz, damit wir unsere Leute noch schnell mal auffrischen können. So, mit euch hier, ich glaube, wir haben echt alle geschafft zu besiegen. Das wäre ja ganz schön. Ein Trupp Schwertkämpfer bastle ich mir so nochmal schnell. Und dann, ja, Drechseln brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Pferdezug können wir nochmal reinhauen. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen was Schönes, nicht für uns so. Ich habe schon wieder Hunger, das gibt's nicht. Ich bin immer hungrig. So, also Leute, hier mal gucken. Also, das Dorfzentrum können wir rausbauen, damit wir hier für den finalen Angriff dann alles haben. Aufträge, was gerade? Trefft euch mit Elias, Aribegum am Strand, um die über, ja, um da überzusetzen. Okay. Das machen wir dann. So. Ihr seid nicht alle voll. Manche sind voll, manche nicht. Also ihr könnt zum Beispiel hier rausbleiben. Ihr könnt auch hier bleiben. Ihr könnt auch hier bleiben. So, der Rest hat ein paar Verluste hinnehmen müssen. Zack. Bitte schön hier einmal hoch.
damit wir noch ein paar Schwertkämpfer haben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ihr seid hier fleißig am Basteln, das ist sehr schön. Da kommt eine Kanone. Okay. Halt hier, euch brauche ich hier unten natürlich. Wir kümmern uns darum. So. Ja, sieht ganz gut aus. Schwertkämpfer haben wir dann hier. Ich bin fertig. Dann brauchen wir natürlich einen Schießplatz. Das ist ja logisch. Und ihr müsst euch alle vollfüllen, damit ihr auch fit seid für den Angriff. Ich mach das schon. So, ihr auch. Sehr schön. Jawohl. Ihr könnt zurücklaufen, dann machen wir nochmal einen Trupp. Und dann kommen unsere Scharfschützen und andere sonstigen Fernkämpfer hier. Zum Beispiel ein paar Aberlästenschützen, hier nochmal Scharfschützen. Was haben wir hier noch? Die sind hier auch nicht besonders... Nicht besonders frisch, aber es geht größtenteils. So. Wo ist eigentlich Salim? Ich hätte Salim ganz gerne mal wieder. Jawohl. So, ihr seid fertig da unten. Wunderbar. Dann können wir auch noch hier einfach mal einen Stall bauen. Brauchen wir nicht. Zwangsläufig. So, nochmal 2, 3 Schützen bauen oder so. Noch ein Trupp. Kostet Eisen, aber ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe. Haben wir genügend Eisen. Dort oben. So, zack, ihr voll. Und ihr auch voll. Ich könnte schwören, ich habe gerade. So, dann könnt ihr auch schon wieder zurücklaufen. Und dann haben wir, glaube ich, soweit alles da, was da sein muss. Und dann können wir in der nächsten Folge den Angriff wagen und können gucken, dass das Ganze auch ordentlich funktioniert. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut.